Herzlich willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute gibt es wieder ein neues Rezept. Ich möchte eine Vorspeise machen, was Leichtes. Ich mache Pilzantipasti mit verschiedenen gemischten Pilzen. Da kauft es einfach, was der Markt gerade bietet. Das ist eine leichte, feine Vorspeise und die zeige ich euch jetzt. Bei meinem Gemüsehändler habe ich mir besorgt Kräuterseitlinge, Knoblauch, Schalotten, Champignons und Shiitake-Pilze. Ich brauche noch eine rote Chilischote und frischen Rosmarin. Des Weiteren habe ich mir noch bereitgestellt Honig, Butter, Olivenöl, Salz und Pfeffer, Balsamico-Essig und Parmesan. Erst einmal putze ich meine Pilze. Die Champignons schäle ich und danach werden die Shiitake-Pilze und die Kräuterseitlinge in mundgerichte Stücke geschnitten. Knoblauch und Schalotten schälen und danach in Scheiben schneiden. Die Rosmarinnadeln abzupfen und danach grob hacken. Und jetzt bin ich auch schon fast fertig. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pilze bei starker Hitze scharf anbraten. Das Stück Butter in die Pfanne geben und dann mit Salz und Pfeffer würzen. Die fertigen Schwammerl nehme ich aus der Pfanne und das restliche Öl kommt hinein. Schalotten, Knoblauch und Rosmarin mit der Chilischote darin anbraten. Jetzt hat der Honig seinen Auftritt. Zugeben, aufkochen und mit dem Balsamico ablöschen. Meinen Sud gieße ich nun über die Pilze. Jetzt noch schnell ein paar Löffel gutes Olivenöl darüber geben und ungefähr eine Stunde ziehen lassen. Mit gehobeltem Parmesan bestreuen und mit geröstetem Baguette servieren. Guten Appetit! Wenn du keine Pilze magst, kann ich dir meine Muschel mit Pizzabrot oder meine Tomatentorte empfehlen. Schau doch mal bei Instagram vorbei, da siehst du, was ich diese Woche alles Leckere gekocht habe. Schöne Woche, bis bald!